gesprochen, 27.10.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie, YouTube. Tintenfische geben den schwarzen Spaghetti die Farbe und lassen sie leicht nach Meer schmecken. Dazu kommt eine kräftige Portion Sardellenpaste sowie etwas Chili und Knoblauch für die Schärfe. Schwarze Spaghetti mit Chili einen Topf mit 4 Liter Wasser aufsetzen. Wenn es kocht, ein Esslöffel Salz und die Spaghetti hineingeben, anfangs einmal umrühren, damit die Nudeln nicht aneinander kleben. 2. Den Stielansatz der Chilischote entfernen. Der Länge nach aufschneiden, Kerne und Innenwände heraustrennen, klein schneiden. Alternativ, 1 bis 2 getrocknete Schoten zerkrümeln oder später mit einem Viertel bis halben Teelöffel Chilipulver würzen. 3 Knoblauchhäuten klein würfeln und kurz in 2 Esslöffel Olivenöl anschwitzen. Von den Spaghetti 5 Ml Kochwasser abnehmen mit der Sardellenpaste und der geschnittenen Chilischote, zum Knoblauchöl in die Pfanne geben und verrühren. Das Gericht soll deutlich nach Sardellen schmecken und scharf sein. 4 2 Scheiben CIA-Butter toasten und zerkrümeln. Petersilie waschen, trocken schütteln, die Blättchen grob schneiden. 5. Die bis fest gekochten Spaghetti abgießen, kurz abtropfen lassen, sie dürfen aber nicht ganz trocken sein. In der Pfanne mit der Knoblauchöl-Chili-Soße mischen. Das zerkrümelte Brot mit der Petersilie über die Spaghetti verteilen. Beim Servieren über jede Portion etwas Olivenöl geben. Chilischoten am besten mit Küchenhandschuhen schneiden. Die Schärfe, die sonst an den Händen zurückbleibt, reizt Schleimhäute an Augen und Nase. Lachs-Tatar mit Radieschenstielen. Die Radieschenstiele geben den Lachswürfeln Biss und leichte Schärfe. Der Fisch und das frische Grün kontrastieren auch farblich ganz wunderbar. Die Radieschenköp-Zutaten für 4 Portionen Zeit 10 Minuten. Kann man aufgeschnitten mit etwas Butter und Salz. Nährwert 170 Kilokalorien, 16 Gramm E, 12 Gramm F. Dazu reichen wie auf Seite 21 bei den Grutems. 300 Gramm Lachs, frisch oder gefroren, Klammer auf, rechtzeitig aus der Tiefkühltruhe holen und antauen lassen, Klammer zu. 1/2 Bund Radieschen, 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl, Klammer auf, oder ein Eigelb, Klammer zu, 1 Esslöffel Dijon-Senf, Tabasco, Salz, Pfeffer. 1 Lachs in sehr kleine Würfel schneiden. Von den Radieschen die Stiele abtrennen, Köpfe und Blätter anderweitig verwenden. Stiele waschen, trocken schütteln, sehr klein schneiden. 2 Öl oder Eigelb unter das Tatar rühren, mit dem Senf und einem Spritzer Tabasco würzen. Die klein geschnittenen Stiele darunter mischen, kalt stellen und bald servieren. Erst kurz vor dem Servieren salzen und pfeffern, sonst wird der Lachs weißlich.